Der Trainer ist bei uns und ich hoffe mal, dass er ganz gute Laune mitbringt, nachdem es 1:1 gegen Karlsruhe hieß. Herzlich willkommen. Sie haben lange warten müssen, dass endlich mal wieder ein Tor fällt. Viele lange torlose Minuten. Geht es Ihnen denn jetzt ein bisschen besser? Weil Sie leiden ja auch immer so furchtbar mit Ihrer Mannschaft. Ja, ein bisschen besser geht es mir natürlich schon. Nicht nur mit dem Tor, sondern wenn man auch sieht, dass die Truppe reagiert auf das, was wir vorhaben. Das ist jetzt Abschiedskampf pur und sie hat darauf reagiert, die Zuschauer haben darauf reagiert. Und dafür geht es mir schon ein bisschen besser, ja. Das ist gut, das sind gute Voraussetzungen für unser Gespräch später. Es geht ja leider zweimal heute so ein bisschen um Abstiegskampf. Einmal bei der Eintracht und auch bei Kaiserslautern. Und nach Trier mal kurz beschreiben müsste, dann würde man sagen, stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Ergebnis der letzte Tabellenplatz und Trainer Paul Linz hat da einiges versucht, hat sogar den fiesen Paul mal raushängen lassen. Allein es hat bisher noch nicht wahnsinnig viel geholfen. 476 Minuten waren es, in denen kein Tor fiel und so blieb nur die Hoffnung eben auf dieses erste Tor und wenigstens gegen Karlsruhe. Da hat es geklappt, Stefan Keber berichtet. Als es vorbei war am Freitagabend, da musste Paul Linz durchatmen. 1:1 gegen Karlsruhe, 9 Spiele ohne Sieg. Was heißt das für den Trainer? Solange wir im Vorstand und Aufsichtsrat der Auffassung sind, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, wie wir beim Spiel gegen Karlsruhe ja richtig sehen konnten, gibt es da keine Probleme. Probleme könnten aber von außen kommen. Von Zuschauern, die das nervenaufreibende Spiel am Rande des Klassenerhalts irgendwann leid sein könnten. Holz! Nein, es wurde kein Holz gehackt im Moselstadion, aber die gelb gekleideten Karlsruher waren in Halbzeit 1 klar besser. Niemand hätte sich beschweren können, wenn Trier in Rückstand geraten wäre. Frage, wie reagierten die Fans? Antwort, eindeutig. Die Spieler brauchten diese Unterstützung. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Blauen sicherer. Weit mehr als 500 Minuten hatten sie ja kein Tor mehr erzielt. Das von Winkler kurz vor der Pause zählte auch nicht. Abseits. Die Pfiffe galten denn auch dem Schiri. Die Zuschauer unterstützten ihre Eintracht ohne Wenn und Aber. Trier kämpfte, rackerte und spielte beileibe nicht wie ein Abstiegskandidat. Das Dumme, die Chancenverwertung. Wer das Tor nicht trifft, kann spielen, wie er will. Er riskiert den Job des Trainers. Egal, wie gut der ist. Vor allem, wenn sich die Hintermannschaft einmal doch eine Auszeit nimmt. Wakili durfte 25 Meter ungestört mit dem Ball spazieren gehen. Was folgte, hat nebenbei auch was mit Pech zu tun. Mein Gott, hier ist viel schön und die anderen machen dann zu Lolli-Rolli. So ein Lolli-Rolli zählt eben auch. Und wer weiß, welche Stimmung heute in Trier herrschen würde, wenn Niko Paczynski bei Stolz Ringereinlage im Strafraum eine schlechtere Haltungsnote, sprich keinen Elfmeter, bekommen hätte. Dani Winkler hatte den Mumm zu schießen, er verschoss. Aber dank Rakanels Reaktion traf Eintracht Trier nach 556 torlosen Zweitligaminuten doch. Paul Linz hatte das Tor gar nicht mitbekommen. Nach Winklers Fehlschuss war er in die innere Emigration gegangen. Das Tor eine Erlösung und es lässt Trainer, Spieler und vor allem Fans zusammenrücken. Ich habe nie so oder einen Fanblog oder so Linz Rausrufe gehört oder so. Der ist gesichert, der Platz. Ja, also er macht seine Arbeit noch hervorragend und ich glaube, an ihm liegt es nicht. Für mich persönlich ist der Paul gar kein Thema. Wir haben gesagt zu der Mannschaft auch und zum Paul, in guten wie in schlechten Zeiten. Er hat einen Erfolg gehabt bei der Mannschaft, hat die Mannschaft draufgebracht und wenn es sein sollte, gehen wir auch als Fans gehen wir auch mit ihm wieder runter. Man darf gespannt sein, was die treue Schwüre in der Adventszeit im neuen Jahr noch wert sind. Das wird
Da müssen wir tatsächlich erstmal abwerten, was diese treue Schwüre noch wert sind. Aber schauen wir erstmal zurück vor das Spiel jetzt gegen Karlsruhe. Da sah es ja nun wirklich nicht gut aus für die Eintracht. Lange Zeit eben auf dieses Tor gewartet. Was haben Sie der Mannschaft gesagt? Sie haben ja viel ausprobiert, um da alles zu mobilisieren. Mit welcher Taktik haben Sie die eigentlich losgeschickt? Ja, eigentlich wie wir es in unseren guten Zeiten gemacht haben, den Gegner schnell früh attackieren, weit von unserem Tor weghalten. Und das haben wir auch ganz gut gemacht. Ich sehe das nicht so, dass die erste Halbzeit nur Karlsruhe gespielt hat. Da waren noch 3-4 Chancen für uns da. Mhm. Aber das wollten wir wieder. Es ist auch über weite Strecken gelungen. Und da sieht man, dass unser Spiel ist. Wir müssen den Gegner wieder mehr zu Fehlern zwingen. Nur weil im Moment halt ist, dass man nicht die Chancen wegmacht. Anfang der Saison haben wir 3 Chancen gehabt, haben 1 oder 2 Tore gemacht. Das war im letzten Jahr auch so. Und ich habe zur Mannschaft gesagt, genau das müssen wir weiter probieren. Und wer nicht weiter probiert, der hat auch keine Chance. Und die Jungs haben es gemacht. Und man sieht, dass da ein richtiger Haufen auf dem Platz steht. Sie haben... Sie haben vorher von diesen psychologischen Barrieren gesprochen, die zu knacken sind. Eben gerade, wenn ein Tor fällt, meinten Sie, würde alles wieder so funktionieren. Als jetzt dieses Abseitstor fiel und nicht anerkannt wurde von Dani Winkler, hatten Sie da für einen Moment Angst, dass die Mannschaft das nicht aushält? Und nach dem Motto, jetzt ist endlich ein Tor gefallen und es wird nicht anerkannt. Das ist halt, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Das ist, wenn du im Abstiegskampf bist, dann kommen noch viele negative Dinge dazu. Und wenn dich davon beeinflussen lässt und dann irgendwann aufgibst und denkst, wir sind die armen Kerle hier und da klappt nichts mehr, dann hast du keine Chance. Und das hat die Mannschaft eben gemacht, sie hat weitergemacht. Mhm. Muss ich vorstellen, die sind dann einmal vom Tor in der zweiten Halbzeit gegen ein Tor rein und trotzdem hat die Mannschaft weitergemacht. Und das ist der Weg, auf den wir gehen und dann werden wir weitergehen, dann werden wir da erfolgreich sein, da bin ich ganz sicher. Und auch hoffentlich wieder wegkommen vom Tabellenende. Wir wollen uns vielleicht erst nochmal die Ergebnisse dieses 15. Spieltags zusammen anschauen, die restlichen Begegnungen. Da hat nämlich noch Bielefeld gegen Greuther Fürth gespielt, 1:1. Ach, hier haben wir jetzt gerade die Tabelle vorliegen. Gut, dann schauen wir erst auf die Tabelle und da sehen wir nämlich, dass Alemannia Aachen weiterhin an der Tabellenspitze ist. Aber Mainz, wie gesagt, da mit einem Sieg morgen die Tabellenspitze gegen Unterhaching durchaus übernehmen könnte. Wenn wir jetzt mal auf die zweite Hälfte schauen, dann sehen wir nämlich für Trier, die stehen zwar immer noch ganz unten, aber so ganz furchtbar weit weg ist es ja dann gar nicht von den sicheren Rängen weg, von dem Aufstiegsplatz. Kann man sagen, nach dem Spiel jetzt gegen Karlsruhe, das war die Wende, es ist geschafft, aus diesem Tief heraus? Ja, es war zumindest ein erster Schritt und wir dürfen nicht auf die Tabelle gucken, wir müssen auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir haben natürlich jetzt Pech gehabt, dass das Spiel nicht gewonnen haben, hätten wir es gewonnen, wären wir noch näher ran. Aber wir müssen uns auf unser Ding sehen, wir müssen sehen, dass wir wieder dahin kommen, wo wir waren. Und ich bin sicher, dass wir eine gute Truppe haben. Wir sind vielleicht doch nicht ganz so gut wie im ersten Jahr, das erste halbe Jahr gespielt haben. Wir haben vielleicht über unserem Level gespielt. Aber jetzt spielen wir eindeutig unter unserem Level. Aber die letzten zwei Spiele, obwohl wir das eine auch davon verloren haben, war die alte Ordnung wieder da, der alte Kampfgeist wieder. Und da werden wir wieder hinkommen, bin ich ganz sicher. Da werden wir wieder hinkommen. Das heißt, die Lage bleibt schon noch ein bisschen schwierig. Da gibt es noch viel zu arbeiten. Ja, wir werden sehr wahrscheinlich das ganze Jahr gegen den Abstieg spielen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber da muss man sich stellen und ich habe auch das Gefühl in Trier, die Leute stellen sich. Das hat man im Stadion gemerkt, wir haben Unterstützung gehabt. Das war sensationell, obwohl wir so eine schlechte Serie hatten. Mhm. Aber die Leute merken halt, da ist eine Truppe, die will. Und das war immer das, wo mein erstes Wort, was ich gesagt habe, als ich nach Trier kam. Hier darf keiner sagen, wir wollen nicht. Und das ist unsere Maxime. Und da weiß auch jeder, der mich kennt, dass das so bleibt. Auch die Mannschaft weiß das. Ein Fan vor der Hand, das haben Sie schön gesagt. Das war ja schon fast ein Schlaggesang da hinten. Ein Fan hat vorhin so schön gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und Stefan Keber hat das mal ein bisschen zusammengefasst und muss den Finger noch mal in die Wunde legen und die schlechten Zeiten so ein bisschen rauskramen, denn die sind leider ja bei Eintracht Trier noch nicht ganz vorbei. Ein Jahr lang hatte Paul Linz Spaß gehabt in der zweiten Liga. Abstieg, kein Thema. Alles in Ordnung im Moselstadion. In dieser Saison ist fast nichts mehr in Ordnung. Die Saisonkurve zeigt nach unten, Tabellenletzter. Ursachenforschung. Seit Sportdirektor Horst Brandt im Streit mit Paul Linz ging, ist er allein für die Mannschaft verantwortlich. Hassan Vural, einer der Neuen für die Abwehr. Linz hielt lange an ihm fest, der Mann verursachte entscheidende Gegentore. Harry Koch ist der erfahrene Neue in der Abwehr, auch er ist längst nicht so sicher, wie er hofft.
hat auch schon entscheidende Fehler gemacht. Wenn es hinten nicht klappt, dann sind die Herren aus der Kreativabteilung schnell verunsichert, die Fehlerquote erhöht sich. Und vorne? Die neuen Rakanel und Paczynski schienen einzuschlagen, doch Paulins Hauptproblem im Sturm heißt Nagy Braham. Der Goalgetter der vergangenen Saison braucht im Training intensive Betreuung, er kam mit dem Erfolg nicht klar, ist in dieser Saison ohne Treffer. So ist die Erfolgsmannschaft der letzten Saison zum Problemfall geworden und zum Risiko für den Trainer. Innerhalb der Mannschaft steht die Mannschaft voll hinter dem Trainer. Sonst wird sie so nicht auftreten, wie sie heute auch aufgetreten ist. Sonst würden sich alle ihrem Schicksal ergeben und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben heute auf dem Platz mit Sicherheit gesehen, dass es nicht am Trainer liegt, dass uns der Trainer reicht und wir weiterhin alles geben. Und weil Paul Linz unmittelbar nach Schlusspfiff weiterarbeitete, kann man die Frage doppelt stellen, schafft Paul Linz es noch oder wer soll es denn schaffen, wenn nicht er? Tatsächlich an, so ein bisschen wie im Stadion. Und eben haben wir noch die letzte Szene gesehen aus dem Stadion. Was haben Sie denn da so freundschaftlich den Herrn Kevrich mit auf den Weg gegeben? Sie sind ihn ja ganz schön angegangen. Ja, Ali ist mein Kapitän und er hat ein bisschen negativ reagiert nach dem Spiel, hat den Kopf hängen lassen und da habe ich ihm direkt gesagt, er hat überhaupt nichts zu machen. Er kann nicht den Kopf hängen lassen. Er ist der Kapitän, er ist der erste Ansprechpartner von mir, von den Spielern. Und da kann es auch nicht sein, dass er zwei Minuten am Spiel den Kopf hängen lässt. Das ist zwar menschlich, aber er muss gerade zeigen, er geht mit vorweg. Und dann habe ich ihm gesagt. Nagy Braham ist angesprochen worden, der Goalgetter, er fehlt. Warum? Oh, das ist er fehlt. Der Nagy ist genauso ein Spieler wie der andere. Er hat einen unheimlichen Lauf gehabt, seit als er zu uns kam. Wir haben ihn aus der Oberliga geholt. Er kam hin, hat dann direkt eingeschlagen, hat dann Nationalmannschaft gespielt, hat Tore geschossen. Und das hat er meiner Ansicht nach nicht ganz verkraftet. Und da muss man ihm helfen. Ich werde das versuchen, aber als erstes muss der Spieler reagieren. Mhm. Der Spieler muss der Mannschaft sein, Jungs, ich bin für euch da. Und das vermisse ich noch bei ihm ein bisschen. Aber ich hoffe, dass er da wieder kommt und dann haben wir auch einen, der uns weiterhelfen kann. Der ein oder andere Einkauf, der getätigt worden ist, hat sich auch nicht so wirklich gut herausgestellt. Und Ihr Präsident hat gesagt, in der Winterpause, da dürfen Sie noch mal nachlegen bei Einkäufen. Auf welchen Positionen würden Sie sich gerne verstärken? Ja, wir haben das Problem von Anfang an, dass hinten links und seiner fehlt. Den Roland Benschler konnten wir dann ersetzen. Der kam ja auch irgendwann mal der Trier, hat keiner gekannt. Und das hat bis jetzt noch nicht so funktioniert und das hat sich ein bisschen durchgegangen durch die Mannschaft, gab ein bisschen Unruhe auf. Aber wenn wir was machen, dann brauchen wir hinten links einen. Aber ich nehme nicht nur einen, nur als Alibi, jetzt holen wir einen. Dafür haben wir nicht Geld genug, wenn, dann muss er 100% passen. Wir haben es gerade eben oft gehört, der Trainer steht nicht zur Diskussion. Erstaunlich, denn normalerweise so eine Situation wäre ja klassisch für einen Trainerwechsel. Warum ist das in Trier anders? Ja, ich denke mal, dass ich auch in einer Situation kam, als im Verein nicht ganz so gut ging. Und die Leute danken mir das jetzt, glaube ich, zurück. Und ich glaube auch, dass jeder sieht, dass ich alles dafür tue. Und dass auch jeder sieht. Selbst noch nie am Ende des Lateins mal gefühlt? Nee, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Mhm. Also wenn ich mich am Ende des Lateins fühlen würde, dann wäre ja wohl alles vorbei. Das ist ja Quatsch. Der Trainer muss vorausgehen und ich rede auch nicht irgendwie Alibi oder so. Ich bin überzeugt von dieser Mannschaft und ich bin überzeugt, dass wir den Trier hinkriegen. Muss nur so sein, dass wir wirklich alle zusammen das tun, wie es am Wochenende im Stadion war. Da war eine Unterstützung, das gibt der Mannschaft Kraft, das gibt mir Kraft und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Mut und Kraft, um das zu überstehen und dann werden wir den Abstiegskampf annehmen und werden am Ende dann genauso feiern, wie aufgestiegen sind. Weil eins ist klar, der Nicht-Abstieg ist noch mehr wert wie damals der Aufstieg. Da wünsche ich Ihnen alles Gute dafür. Und jetzt wird es schwer. Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns. Sie waren schon ein paar Mal bei uns beim Flutlicht, aber das gab es noch nie. Ich weiß, Sie bevorzugen eher das kühle Bierchen. Richtig. Ne? Aber ja, wir haben. Man muss ja ein bisschen recherchieren. Gut. Aber wir sind schließlich eine Weingegend und ja. Deswegen gibt es von uns den Wein und ich bin mir sicher, es wird sich jemand darüber freuen. Alles klar. Danke für den Besuch. Ja.